Eine weitere Körperpartie, die sehr gerne zu Verspannungen neigt, ist die Brustwirbelsäule oder der Bereich der Brustwirbelsäule. In dem heutigen Video lernst du wieder drei Stufen kennen, wie du eher punktuell oder durch zweimal mehr Bewegung diesen Bereich lockern und durchbewegen kannst. Wir starten nun direkt mit dem Level 1, mit dem eher punktuellen Lösen deiner Verspannungen. Henning macht die Übung heute wie immer vor und positioniert sich erstmal mit der Rolle direkt unter der Brustwirbelsäule. Deine Füße darfst du genau wie Henning einfach so schulterbreit aufstellen und die Hände vor der Brust verschränken. So, nun heb mal bitte dein Becken an, Henning, und roll mal langsam nach vorne und nach hinten. Du darfst es gerne direkt zu Hause nachmachen. Dadurch hast du erstmal einen punktuellen Bereich, den du durch die Rolle lösen kannst. Für den zweiten Schritt deiner Mobilität in der Brustwirbelsäule bringen wir wieder etwas mehr Bewegung rein. Wir nutzen dafür zusätzlich einen Stab. Henning sucht sich jetzt mit der Rolle erstmal einen Bereich der Brustwirbelsäule aus, wo er ein Wohlweh verspürt und greift zusätzlich den Stab relativ weit außen. Genau, Henning kommt schon direkt in Bewegung, sehr gut. Du darfst genau wie Henning einmal in die Streckung und in die Beugung gehen und mir gerne den Blick immer mitnehmen in der Bewegung. In der dritten Stufe der Mobilität werden wir wieder etwas größer in den Bewegungen und komplexer. Henning ist bereits in der Ausgangsposition und hat in Seitlage sein oberes Bein auf der Rolle abgelegt. Du darfst gerne dann den oberen Arm auf den unteren legen und Henning geht gerne jetzt mal in die Bewegung. Schiebe erstmal den Arm über den unteren nach vorne und öffne dich dann in eine Rotation nach hinten. Der Blick folgt immer der Bewegung. Du hast in diesem Video jetzt drei verschiedene Stufen kennengelernt, wie du den Bereich deiner Brustwirbelsäule lockern und mobilisieren kannst. Bevor du zur Stufe 3 gehst, empfehle ich dir immer, erst Stufe 1 und 2 auszutesten und lokal zu mobilisieren. Für weitere Videos schau in unserem Kanal vorbei und fürs Personal Training klick gerne auf den unten stehenden Link.